So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Ich dachte, ich mache zum Jahreswechsel noch mal ein paar FAQ- bzw. Frage-Beantworten-Sessions. Also was heißt ein paar? Eine lange. Und ja, wir fahren über Silvester in die Schweiz, machen uns da gemütlich, besuchen Evelyns Freunde und meine Freunde und machen uns einen schönen Abend. Und deswegen mache ich mir jetzt ein paar Tage frei auf gut Deutsch. Und weshalb ich eben jetzt das hier noch drehe und wahrscheinlich auch gleich veröffentliche und ich habe noch irgendwas auf Vorrat, das dann automatisch irgendwann online geht. Kommentare werde ich erstmal keine beantworten, weil ich halt ein paar Tage frei mache. Und ja, das zum Hintergrund. Und ich habe jetzt bloß noch Zeit für ein wenig aufwendiges Video und das ist halt jetzt dieses hier. Kommen wir zu den 10 Dingen, die ich mir rausgeschrieben habe. Ich kann die auch jeweils nicht einblenden, weil manchmal ist es ein einzelner Kommentar, manchmal sind es mehrere, manchmal ist es eine generelle Anmerkung meinerseits, manchmal finde ich es auch einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich mich aus Gründen der Fairness entschieden. Ich sage jeweils grob, worum es geht und meine Meinung dazu. Und wer sich angesprochen fühlen mag, der weiß sowieso, dass er gemeint ist. Und ich hoffe, das ist in Ordnung so. Und wenn nicht, dann dürft ihr euch gerne lauthals beschweren. So, Thema 1. Das Besserrecht 2020 wird sich verändern. Und ich hatte 2019, bereits relativ früh im Jahr, ja mal ein inzwischen sehr oft angesehenes Video zum Thema, was ich davon halte, dass man die Klingenlänge von Messern jetzt auf 4 cm begrenzen möchte oder 6 oder was weiß ich. Dazu hatte ich mich ja schon geäußert. Ich finde das immer noch schwachsinnig. Zu den Messerverbotszonen, die im Rahmen dieser Reform des Waffenrechts eingeführt werden sollten, hatte ich mich so geäußert, dass mir das eigentlich relativ egal ist, weil ich es schon okay finde und damit leben kann, wenn ich am Kindergarten vorbeirenne, dass ich dann halt nicht mein Messer am Gürtel habe. Wenn ich dahingehend eingeschränkt worden wäre, dass ich mein Messer jetzt in einem verschlossenen Behältnis transportieren muss, weil ich am Kindergarten vorbeirennen will, was ich übrigens durchaus oft tue, um in den Wald zu kommen, der Kindergarten liegt zwischen mir und dem Wald, dann hätte mich das schon genervt, muss ich sagen. Aber ja, dann sei es drum. Dann nimmst du halt wirklich, besorgst dir ein kleines verschließbares Kästchen, Täschchen, was auch immer, und machst dann ein Messer kurz rein, bis du im Wald bist und holst es dann raus. Ich weiß ja nicht, was ihr so tut, wenn ihr im Wald rumläuft, aber ich hole mein Messer ohnehin nur dann raus. Ich brauche das auch selten beim Spazierengehen am Gürtel, wenn ich da angekommen bin, wo ich jetzt etwas tun möchte. Das ist meistens irgendein fixer Ort, da gehe ich hin, da will ich was tun. Dann komme ich da an, dann nehme ich mein Messer raus und dann kann ich da dann auch mit dem Messer dann entsprechend was tun. Solange ich da erst noch nicht bin, bin ich im Transportmodus und dann muss ich nicht zwingend, das ist zwar schon praktisch, aber nicht zwingend jederzeit Zugriff auf mein Messer haben. Also irgendeine Regelung in diesem Stil, dass man nur während der Benutzung das Ding quasi, wenn man einen sinnvollen Grund hat, um es zu benutzen, es herausnehmen kann, um es zu benutzen. Mit so einer Regelung hätte ich zur Not noch leben können. Ja, hätte mich genervt, hätte ich mich wahrscheinlich auch beschwert. Aber ich hätte damit leben können und hätte aber auch die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Dazu ist es nicht gekommen. Aber es gibt Neuregelungen und deswegen scheint der YouTube-Algorithmus gerade Spaß dran zu haben, allen möglichen Leuten, die sich dazu eben informieren, in der Messerszene nochmal mein altes Video da vorzuschlagen, was ja in keinster Weise mehr aktuell ist, weil wir ja jetzt ein Gesetz haben und das, wozu ich mich in dem alten Video äußere, nur Spekulationen sind. Aber das merken viele Leute nicht, weil die nicht aufs Datum von dem alten Video gucken und jetzt so scheinbar so tun, als wäre das so passiert, das, was ich da erzähle. Und das ist natürlich falsch. Muss ich vielleicht bei dem entsprechenden Video auch nochmal einen Kommentar schreiben. Mache ich jetzt aber nicht mehr dieses Jahr, mache ich nächstes Jahr, dass die Leute das auch kapieren, dass das ein altes Video ist und nicht der aktuelle Stand. Sonst wird mir unterstellt, ich würde hier irgendwelche Fehlinformationen verbreiten. Aber gut, ne? Man könnte ja fast meinen, man wäre schlau genug, dass man da mal auf ein Datum guckt. Insbesondere wenn Top-Kommentare irgendwie 8 Monate alt sind oder sowas, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann. Aber gut, sei es so. Was ist denn jetzt passiert mit dem Messerrecht, also generell mit dem Waffenrecht? Einiges, manches, was manche Leute stören wird, manches, was manche Leute nicht stören wird, keine Ahnung, ist mir auch ganz ehrlich relativ egal. Ich habe es mir mal alles angeguckt, was es an Neuerungen gibt. Das meiste finde ich, ja, also ich habe zum Beispiel auch noch nie verstanden, warum ein Jäger mehr als 10 Gewehre braucht. Ich habe auch bis heute nicht verstanden, warum er überhaupt 10 Gewehre braucht, aber dass er mehr als 10 braucht, habe ich nicht kapiert. Dass er es jetzt nicht mehr haben darf, ehrlich gesagt, das tut mir jetzt leid und jetzt wird mich irgendjemand aufregen. Ich habe aber
habe das Recht, 40 Gewehre zu besitzen. Ich brauche 40 Gewehre, weil ich muss damit irgendwas kompensieren. Dann, ja, ist das ein sicherlich großes Problem für dich, lieber Mensch, mit 40 Gewehren. Für alle anderen ist es, glaube ich, nicht besonders dramatisch, dass die Zahl der besitzbaren Waffen jetzt beschränkt worden ist, zum Beispiel. Ja? So, und solche und ähnliche Änderungen sind da drin. Für uns Messerfreunde und Messerverwender, die wir im Wald unterwegs sind, ist es sehr glimpflich ausgegangen, denn was gibt's Neues für den Messereinsatz im Wald? Irgendwelche neuen Regelungen, Verschärfungen? Nee, null, gar keine. Was es allerdings gibt, ist eben, dass jetzt die Möglichkeit besteht, Messerverbotszonen nahezu überall im öffentlichen Raum, wo viele Leute unterwegs sind, Wald also nicht. Zumindest nach aktuellem Stand ist das völlig ausgenommen. Irgendwelche Messerverbotszonen, Waffenverbotszonen, sonst was einzurichten, wie die jetzt auch genau heißen. So, und in diesen Zonen darf man nur noch was dabei haben, was 4 cm und kürzer ist. Also ein Mini-Mini-Messerchen am Schlüsselbund zum Apfelschälen beispielsweise. Und das geht mit so einem Mini-Mini-Messerchen. Ja, das geht vielleicht nicht so schnell, aber mal ganz ehrlich, wer will sich unbedingt einen Apfel schälen? Und du kannst mit so einem Mini-Messerchen auch noch deinen Landjäger durchschneiden oder ein Scheibchen Wurst irgendwo runtersäbeln, solange es nicht eine super dicke Wurst ist. Gehen tut er schon. So, wer jetzt trotzdem noch unbedingt was Größeres verwenden möchte, der hat noch die lustige Möglichkeit, dass nämlich diese 4 cm Beschränkung bloß für feststehende oder feststellbare Messer gilt. Alles, was nicht feststellbar ist, also das Schweizer Taschenmesser, das klassische, das nicht irgendwie arretiert und fixierbar ist, das ist ausgenommen. Das heißt, ein normales Schweizer Taschenmesser, mit dem man so ziemlich alles, was man in irgendeiner Form zur Nahrungszubereitung schneiden muss, machen kann, das kann man weiterhin problemlos mit sich führen, auch in der Innenstadt, und das darf man auch in der Innenstadt oder von mir aus am Bahnhof und auch vom Kölner Dom, wenn sie es da jetzt nicht speziell verschärft haben, ich weiß nicht, vom Kölner Dom ist, glaube ich, ziemlich heftig, was das angeht, aber theoretisch dürfte man jetzt nach diesem Gesetz auch vom Kölner Dom weiterhin mit dem stinknormalen Schweizer Taschenmesser, das einen Korkenzieher hat und noch eine kleine Klinge und eine große Klinge, groß in Anführungszeichen, und Schraubenzieher meinetwegen, Flaschenöffner und so weiter, kann man sich weiterhin den Apfel schälen oder die Wurst schneiden. So. Deeskalierend genug, wie ich finde. Generell gilt keine Klingenlängenbeschränkung bei solchen einfach einklappenden Messern. Warum? Weil, wenn jemand tatsächlich so blöd ist, eine Messerstecherei mit einem Messerchen anzufangen, das bei der ersten Seitwärtsbewegung einklappt und einem die Finger abschneidet, dann hat das nicht anders verdient. Also, so gesehen, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Kompromiss, zumal es jetzt noch einen Berg von Ausnahmen gibt, von Personengruppen, die trotzdem auch in den Waffenverbotszonen mit dem Messer hantieren dürfen. Allen voran zunächst mal derjenige, der sich vom Staat diesbezüglich hat überprüfen lassen und irgendeine waffenrechtliche Bewilligung besitzt. Das geht los beim sogenannten kleinen Waffenschein und geht weiter bei jedem Inhaber irgendeiner Waffenbesitzkarte, Jäger oder Sportschütze. So, ganz einfach. Schon mal ausgenommen, brauchen sich nicht aufregen. Meiner Meinung nach. So, zweitens, Leute, die in diesen Bereichen irgendwie ihrem Gewerbe nachgehen, sind auch automatisch ausgenommen, sofern dieses Gewerbe auch nur im Entferntesten den Einsatz eines Messers notwendig macht. Also so ziemlich jeder Handwerker ist safe. So, und theoretisch auch noch für Brauchtum, für Sport, für was weiß ich was alles. Es stehen da massenhaft Ausnahmen drin. Im Detail gehen wir das gerne auch nochmal durch. Ich mache da auch nochmal ein richtiges eigenes Video zu. Und vor allen Dingen für die Leute, die mit dem Messer nur in den Wald wollen und zum Beispiel in so einer Zone wohnen, dann ist sowieso egal. Für Anwohner gilt es auch wieder nicht. Oder für Anrainer oder sonst irgendwie Leute, die da halt was zu tun haben, wenn da ein Betrieb ist und du willst nach Dienstende, Schluss, Dienstschluss, Arbeitsschluss, was auch immer, wie auch immer man das jeweils nennen möchte, noch in den Wald, dann kannst du auch da entsprechend mit deinem Messer in den Wald rennen, weil dann bist du quasi auch Anwohner. So, und für alle anderen, die jetzt Zug fahren wollen mit dem Messer, ja, das war ja auch so ein Thema, wenn es generell in Bahnen Messer verboten sind, dann kann man nirgendwo hinfahren und ein Messer irgendwo im Gepäck transportieren. Das wäre ja auch blöd gewesen. Das haben sie also jetzt demzufolge auch gecancelt. Sobald das Messer transportiert wird und nicht zugriffbereit ist, also irgendwo im Rucksack liegt, der muss nicht abgeschlossen sein, der muss nicht mal verschlossen sein, das Messer darf nur nicht zugriffbereit sein. Das heißt, man zieht es sofort und hat es griffbereit, sondern es ist irgendwo hinten mit Kruschel-Kruschel nur zu erreichen.
dann ist man auch absolut safe. Und das sind so viele Ausnahmen, was man trotzdem noch mit dem Messer in diesen Waffenverbotszonen machen darf, dass ich ganz ehrlich sagen muss, A, bringt das überhaupt was? Und B, es ist okay, weil das stört mich wirklich nicht. Und positiv bei diesem neuen Gesetz, muss ich sagen, finde ich jetzt, dass es endlich, das war ja bisher völlig lächerlich, verboten ist, mit zum Beispiel zwei Brustgurten, an denen jeweils 8 Messer hängen, solange sie nur 12 cm lang sind, am Kindergarten vorbeizulaufen. Bisher war das nämlich legal. Ja? Es ist Wurst, wie man ein Messer führt. Wenn man es führen darf, dann kann man es irgendwie führen, verdeckt, nicht verdeckt. Und man kann mordsmäßig Aufstand verursachen und Leuten Angst einjagen, indem man mit ewig vielen Messern am Gürtel und sonstigen Gurten und dann Rucksackgurten und sonst wo rumläuft und Leute erschreckt. Ja? Das wäre bisher legal gewesen. Vermutlich hätte die Polizei schon irgendeinen Grund gefunden, einen zu entfernen. Nicht ganz so unrecht, aber das ist jetzt offiziell verboten. Und das ist so eine und ähnliche Aktion in dieser Richtung, ja. Auch einfach nur mit einem Messer am Gürtel in München über den Marienplatz marschieren oder sowas. Im Waldläufer-Outfit. Ich glaube, das ist auch nicht was, was man unbedingt machen muss. Ja, damit erschreckt man schon vielleicht auch das eine oder andere Mütterchen, Kinder, sonst wen. Das ist einfach Quatsch. Warum sollte man sowas tun wollen oder sollen oder, ne? Klar kann man darauf bestehen, ich habe aber das Recht, das zu machen. Bitte, von mir aus, aber jetzt nicht mehr. Dann irgendwen anders wählen, selber in die Politik gehen, versuchen das Ganze wieder rückgängig machen, aber nicht bei mir beschweren, ich kann eh nichts dafür. Und ich habe nicht das Bedürfnis, mit Messern in der Fußgängerzone am Kindergarten, also mit Messer am Gürtel und zugriffbereit am Kindergarten oder sonst wo vorbeizulaufen. Und ob ich jetzt ein Messer in der Hosentasche habe oder nicht, bei meinem winzigen Dorfkindergarten, ganz ehrlich, das wird niemals jemand kontrollieren. Das müssen wir ja auch noch im Hinterkopf behalten. Gesetze, die nicht kontrollierbar sind, sind eh schwierig. Und ich glaube, deswegen sind diese ganzen Ausnahmen noch hinzugefügt, dass die Polizei damit quasi eine Möglichkeit hat, jedem, der mit dem Messer wirklich was Böses vorhat, was sie ihm ansehen, was sie vielleicht riechen, was sie vielleicht vermuten, tatsächlich das Messer erstmal wegzunehmen, beziehungsweise ihn festzunehmen oder was auch immer dann die Folge ist. Und bei allen normalen Leuten, die einfach nur so, ohne was Böses vorzuhaben, ein Messer als Werkzeug dabei haben, die können sie laufen lassen, da gibt es genug Sonderregelungen. Ja, und somit muss ich sagen, finde ich das geschickter gelöst, als ich erwartet hätte. Ob es perfekt ist, weiß ich nicht, aber hätte ich es besser hingekriegt? Nee, und man kann immerhin sagen, man hat irgendwas getan. Das hatten die Politiker wohl nötig, dass sie sagen müssen, dass man irgendwas getan hat. Und ja, also vielleicht wirklich gar nicht so dumm gelöst. Weiß nicht. Meinungen dazu bitte gerne in die Kommentare, aber es soll hier nicht nur um dieses Messerthema gehen, sondern auch um die anderen neuen Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, damit kommen wir zu Punkt Nummer 2, Steinzeitwald. Das war ein Kommentar, der mit dem Link einherging, was ich von der Idee eines Steinzeitwaldes halte. Leider konnte ich mit dem Link nichts anfangen, weil der war auf einen Artikel, den ich nicht lesen konnte, weil man dafür ein Abo, einen Zugang oder was auch immer von der entsprechenden Zeitung braucht. Und deswegen kenne ich keine Details, aber dieser Steinzeitwald soll bestehen aus Pflaumeiche, Linde, Esche, Hainbuche, Wildbirne, Hasel und Ahorn. Und die Frage ist, was ich jetzt davon halte. Das kommt drauf an. Sollte das nur eine forstliche Versuchsfläche sein oder eine kleine Fläche, wo man einfach das mal ausprobieren möchte, dann halte ich davon alles. Dann finde ich das super sinnvoll und gerne sofort jederzeit machen. Zum Ausprobieren grundsätzlich sowieso immer. Ja? Ich bin doch so viel Wissenschaftler, dass ich solche Freilandlabore und Experimente grundsätzlich großartig finde. Will man jetzt allerdings per se sagen, dass das der Wald der Zukunft sein soll, genau diese Zusammensetzung, dann ist das in mehrererlei Hinsicht völliger Quatsch, weil A, kommt es auf den Boden an, B, kommt es auf das jeweilige Kleinstklima an, C, kann man nicht einfach eine Waldzusammensetzung von irgendwann in der Geschichte nehmen und nach heute packen, nur weil irgendwann in der Geschichte vielleicht ein bisschen ein ähnliches Klima geherrscht hat, als wir das heute haben. Und dann denken, ja, das war damals gut, dann muss das jetzt auch gut sein. Man ignoriert dabei 6, 7, 8.000 Jahre der Evolution, als hätte es die nie gegeben. Und das
ist Quatsch. Das ist naturwissenschaftlich völliger Blödsinn, biologisch wie auch meiner Meinung nach jeder anderen Naturwissenschaftler, der irgendwas in dieser Hinsicht zu melden hat. Völliger Quark. Natur ist immer Wandel und irgendwas von irgendwann nochmal wo ausbuddeln zu wollen und irgendwo hinzustellen und so zu tun, als sei das jetzt die neue Urnatur, die man von irgendwann früher hergeholt hat, das ist nicht so und das ist außerdem Blödsinn. Zu den einzelnen Baumarten. Pflaumeiche, ja, die spielt auf jeden Fall eine Rolle als Zukunftsbaumart, ist vielleicht sogar einheimisch. Es gibt einen Bestand am Kaiserstuhl, also unserer wärmsten, wärmsten in Kombination mit ziemlich trockenen Ecke, in die wir in Deutschland haben. Da gibt es einen Pflaumeichenbestand. Ich bin leider immer noch nicht hingekommen, zumindest nicht mit der Kamera. Ohne Kamera war ich da schon. Und die verträgt sehr gut Sommerdürre. Wäre also echt ein Thema, auch die Pflaumeiche etwas ausgeweitet bei uns häufiger vielleicht mal anzupflanzen. Leider wächst sie jetzt nicht so super dufte, dass man jetzt sagen müsste, wirtschaftlich ist das auch eine ganz tolle Idee, aber vom kann sie wachsen? Ja. Wird sie auf mehr Fläche wachsen können in Zukunft? Ja. Potenzial also gegebenenfalls vorhanden. Mehr kann ich spontan dazu ehrlich gesagt nicht sagen, da müsste ich mich jetzt noch weiter in die Thematik einlesen, aber Pflaumeiche ist sicherlich aus diesem Baumportfolio eine der vielversprechenden Arten. Genauso wie die Linde, auch die ist vielversprechend, dass man die auch häufiger mal wieder in den Buchenbestand einbaut. Eine Linde ist durchaus eine Begleitbaumart, die auch im Buchenbestand auftreten kann, im Buchenreinbestand. Wann immer die Bedingungen ein bisschen gegen die Buche gehen, taucht gerne mal, wenn sie irgendwo herkommen kann, so eine Linde zwischendrin mal auf, bleibt eine Zeit lang da, taucht wieder an einer anderen Stelle auf. Also eine gewisse Lindenbeimischung im Buchenwald ist ganz natürlich und grundsätzlich sowieso eine gute Idee. Die Linde scheint auch etwas klimastabiler als die Buche selbst zu sein, zumindest jetzt in den letzten 2 Jahren. Dem letzten Jahr, dieses ist ja noch nicht vorbei, aber 18, 19 hat die Linde auf jeden Fall ein bisschen besser performt als die anderen Laubbäume, so gesehen, warum nicht? Hainbuche kann man grundsätzlich immer überall dazu mixen, macht immer und überall hinsichtlich der Biodiversität ein wenig Sinn, macht wirtschaftlich nach wie vor wenig Sinn, weil dafür wächst er dann wieder zu langsam, um vernünftige Brennholz Qualitäten herzustellen. Das Holz an sich kann man gut verwenden, aber die ist meistens so krumm und schief gewachsen, dass man sich daraus kein Brett bauen kann. Ja, jedenfalls nichts, was stabil oder irgendwie technisch nutzbar wäre. Als Brennholz, ja, kann man machen. Ne? Aber deswegen muss man nicht extra Hainbuche dazu pflanzen. Zur Ergänzung der Biodiversität hingegen wieder durchaus. Die Wildbirne, das verstehe ich nicht ganz, abgesehen davon, dass man auch wieder Biodiversitätsgründe angeben kann, ist die Wildbirne oder Holzbirne, je nachdem wie man die dann nennen möchte, eine strauchige bis baumige Art, völlig unbrauchbar in ihren Dimensionen für irgendwelche technischen Anwendungen und wächst natürlich vorkommend auf irgendwelchen Felsen, deswegen auch gerne als Felsenbirne bezeichnet, an Felsen, zwischen Felsen, auf wirklich miesesten, trockensten, bodenarmen Standorten und produziert auch nicht irgendwelche süßen, wohlschmeckenden Birnen, sondern ziemlich holziges Zeug, was man fast nicht essen kann. Also ist nicht giftig, aber ziemlich ungenießbar. Ungefähr so in diese Richtung geht's. Es mag vielleicht ein paar Wahnsinnige geben, die trotzdem lecker finden, aber gut. Ja, kann man schon irgendwo hinpflanzen, aber die war damals selten, die ist heute selten und die wird auch in Zukunft selten sein, einfach weil ihr natürlicher Standort selten ist. So viele Felsklippen haben wir halt nicht. Ja? Deshalb, da sehe ich keinen Handlungsbedarf. Hasel anpflanzen sehe ich sowieso keinen Handlungsbedarf. Das Zeug kommt ohnehin überall vor. Das ergänzt nicht mal nennenswert die Biodiversität, wenn man noch zusätzlich Hasel über die ohnehin vorhandenen Haseln anpflanzt. Klar gehört es zu so einem Steinzeitwald dazu, ja, da gehört sogar jede Menge Hasel dazu, je nachdem welche Epoche innerhalb der Steinzeit man sich raussucht. Es gab eine ausgesprochene Haselzeit, vor allen Dingen in der Mittelsteinzeit, also die zwischen der Alt- und der Jungsteinzeit. Ja, und Ahorn, der ist heute schon relativ präsent im Wald. Also zusätzlich noch mehr Ahorn anbauen, ja, warum nicht, aber ja, dass der wachsen kann, wird niemanden überraschen und ist auch nichts Besonderes.
Also generell, wie gesagt, als Monitoringfläche, als Pilotprojekt zu wissenschaftlichen Zwecken finde ich das toll. Und sonst, der Steinzeitwald als solche Zusammensetzung ist bestimmt nicht der universelle Zukunftswald, mit Sicherheit nicht. Trotzdem ein tolles Projekt, ja? Ich kenne die Details nicht. So, dann Punkt 3. Was für Bäume kann man denn noch anzapfen, außer Birken zur Trinkwassergewinnung? Und Birken kann man ja anzapfen zur Trinkwassergewinnung. Das kommt immer mal wieder auf und wird auch gerne eben bei den Leuten, die sich initial mit Survival-Techniken und so weiter und so fort beschäftigen, als eine der ersten Sachen rausgefunden, und dann finden die das total toll. Dann probieren sie teilweise auch mal aus. Manche Leute probieren es auch nicht aus, dankenswerterweise, sondern nehmen einfach nur das Wissen darüber hin, ohne es auszuprobieren, weil... Aber erstmal, um mal die Frage zu beantworten, damit man es weiß, was kann man noch anzapfen, vor allen Dingen Ahorn und Kirsche geht auch noch gut. So. Und wann kann man das anzapfen? Im Frühjahr, wenn gerade das Sprießen den Höchststand erreicht hat. Wann ist es denn für einen Baum am schädlichsten, wenn er angezapft wird und verletzt wird? Im Frühjahr, wenn gerade das Sprießen den Höchststand erreicht hat. Außerdem, durch jede solche Verwundung kann auch eine Pilz reinkommen, können verschiedene Bakterien reinkommen, das Wasser fehlt beim Austrieb. Und gut zugegeben, die Wassermenge, die man da rausholt, ist in keinster Weise im Verhältnis zu rechnen zu dem, was der Baum tatsächlich an Wasser aufnimmt und in seinen Blättern speichert. So sehr kann man den gar nicht anritzen, dass man da so viel Wasser rauskriegt. Das ist auch nur 1% von der Gesamtmasse, was da oben verbraucht wird, ist. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Unsitte eigentlich. Zu Survival-Zwecken wissen, dass das geht, einfach das Wissen haben, gerne. Ja, das tut niemandem weh, ist okay. Das aber wirklich praktizieren, wenn man es mal einmal ausprobieren möchte, an der Birke, die eh gefällt werden soll, dann kann man das machen. Das ist dann nicht weiter dramatisch, die ist ein paar Wochen später sowieso weg. Aber bei allen anderen Fällen oder auch bei einem Ahorn oder bei einer Kirsche möchte ich nochmal ausdrücklich davon abraten, das zu praktizieren. Weil das ist für den Baum extrem schädlich. So, und jetzt selbst in einem Survival-Szenario diese ultimative Survival-Technik anzuwenden, halte ich auch für relativ sinnlos und blöd, weil, wenn man sich so schlecht in der Natur auskennt, dass man als einzige Wasserfindemöglichkeit in Deutschland, ja, und angrenzenden Räumen eine Birke anzapfen muss, dann macht man definitiv was falsch, ja. Wenn du oben auf dem Gebirge bist, wo du wirklich kein Oberflächenwasser findest und so sehr am Verdursten, dass du eine Birke anzapfen willst, dann lauf halt schnell runter ins Tal. Ja? Irgendwo auf einem Berg, wenn man da zum Rand des Berges läuft, findet man eine eingeschnittene Senke. Nennt sich Tal. Ja? Und wenn man dieses Tal runterläuft, dann wird das Tal größer und irgendwann führt dieses kleine Tal in ein großes Tal. Wie entsteht übrigens so ein Tal? Mit einem Bach. Ja? Und man kann davon ausgehen, dass selbst im trockensten Sommer, auch 2018, 19, irgendwo unten in diesem Bachbett noch ein bisschen Wasser fließt. Zumindest bei uns in Deutschland, so weit ist es noch nicht gekommen, so eine Dürrelandschaft sind wir noch nicht, dass wir nirgendwo mehr Grundwasser haben. Ja? Und dieses Wasser tritt irgendwann zum Vorschein, spätestens wenn man diesen Bachläufen, diesen ausgetrockneten Bachläufen, so lange folgt, bis man sehr weit unten im Tal angekommen ist. Und in jedem großen Tal, das man irgendwo findet, wenn man in den Bergen unterwegs ist, wenn man runterläuft, irgendwann kommt man wirklich an ein großes Tal, gibt es einen großen Fluss. Und an diesem großen Fluss, davon mal abgesehen, wohnen irgendwo Leute, bei denen man auch um ein Glas Wasser bitten kann. Da gibt es auch irgendein Dorf mit Friedhof, dazu kommen wir noch. Da kann man dann gleich sterben. Nein. Und da hat man auf jeden Fall Möglichkeiten, Wasser zu finden. Aber irgendwo da unten ist ein Fluss. Und egal, welche Notsituation ihr euch ausmalen wollt, ich kenne kein Gebirge in Deutschland, in dem man von dem höchsten Punkt nicht in der Lage wäre, innerhalb eines halben Tages, selbst wenn es wirklich heiß ist, noch so weit runterzusteigen, dass man irgendeine Pfütze findet, wo man was trinken kann. Also die Notwendigkeit zum Baum anzapfen. Und wenn man ein stationäres Lager irgendwo errichten will, wo man als einzige Trinkwasserquelle Bäume anzapfen muss, dann ist man auch bescheuert. Weil das ist eine Quelle, die hat man höchstens
für geringfügige Wassermengen ein paar Tage, zwei Wochen oder sowas zur Verfügung und danach kannst du dieses Lager sowieso vergessen. Das ist also, ich sehe den Sinn nicht. Es ist interessant zu wissen, es ist natürlich schön, solche Techniken zu kennen und zu lernen, wenn man beginnt, sich mit dem ganzen Survival-Gedöns zu beschäftigen. Und das macht ja auch Spaß, ja, das mache ich ja selber. Habe ich gemacht, mache ich auch immer noch. Aber das jetzt für die Technik zu halten, mit der man im Zweifel überleben kann, ne? Aber du kannst nicht ins Tal, weil im Tal sind die Zombies. Gut, in dem Fall vielleicht. Ne? Oder im Tal sind die Rote Armee von Dirk Dirkistan ist da irgendwie unterwegs. Oder was auch immer. Aber dann brauchst du auch irgendwie langfristig eine andere Lösung als Birken anzapfen. Dann musst du auf dem Berg trotzdem irgendwo eine Wasserquelle finden, musst dir eine Zisterne irgendwie bauen, einen Tarp aufspannen und hoffen, dass es regnet. Und im höchsten Sommer, wenn es ewig lange in den Bergen nicht regnet, dann wirst du da tatsächlich irgendwann verdursten, wenn du nicht runtergehst, dahin, wo es Wasser ist. Ja? Auch mit Birken anzapfen. Keine Chance. So, mein Akku blinkt, das Thema ist aber auch durch. So, da bin ich wieder mit Punkt 4. Ich hab's jetzt böser als Bergwasserparanoia bezeichnet. Nee, da wollte jemand wissen, herzliche Grüße, was man denn tun soll, nachdem man eine recht unschöne Begegnung hatte mit Wasser, in das die Kuh ein bisschen was hat fallen lassen. Und zwar gab das dann halt eben entsprechend Durchfall und so weiter und so fort. Und wenn man sowas einmal getrunken hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man danach durchaus ein bisschen vorsichtiger ist, gerade was vermeintlich klare Bergbäche angeht. Ja? So ein klarer Bergbach sieht nämlich einladend aus und man hört auch oft, daraus kannst du eigentlich immer trinken. Ich versuche immer hinzuzufügen, wenn ich sage, daraus kannst du immer trinken, es sei denn, oben drüber ist die Kuhweide, Viehweide, sonstige Weide. Will man jetzt, das ist die eigentliche Frage, zur Sicherheit bei Bergbächen immer, auch wenn man sich ziemlich sicher ist, dass da keine Kuhweide oben dran ist, trotzdem nochmal genau dieses Risiko, was in 95% der Fälle die Verschmutzungsursache für Wasser in Mittel- und Hochgebirge, im höheren Bereich von Mittelgebirgen oder halt eben im Hochgebirge darstellt, das sind fast immer Kühe. Ja? Beziehungsweise eine größere Ansammlung von Fäkalien, verursacht durch theoretisch auch Ziegen, wer da halt rumrennt. Größere Mengen von Tieren. Bei Wildtieren kann das eigentlich nicht passieren. Die treten nicht in diesen Konzentrationen auf und bleiben nicht so lange an einer und derselben Stelle, dass sie die Mengen an Dung produzieren können, die in der Lage sind, einen Fluss langfristig untrinkbar zu machen. Deswegen braucht man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Aber so, jetzt willst du irgendein Wasseraufbereitungssystem, was genau für diesen Fall, für ohnehin schon klares, eigentlich safes Wasser, nochmal das kleine Quäntchen an Zusatzsicherheit bringt. Wenn ich dich richtig verstanden habe. So, und da gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, weil was kann da dann noch drin sein in diesem Wasser? Bakterien. Theoretisch auch Viren, aber humanpathogene Viren, wo sollen die herkommen? Nur Menschen übertragen humanpathogene Viren auf andere Menschen. Es sei denn, dass es mal ganz selten vorkommen kann, dass irgendein Erreger, den irgendein Tier hat, so hingehend mutiert, dass er jetzt plötzlich auch für Menschen krankheitspathogen ist. Das kann passieren, das ist aber so selten, dass wir da sicherlich, also wirklich super, 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 super selten, dass wir das ignorieren können. Ja, nur bevor jetzt jemand sagt, das ist schon möglich. Ja, ist es, aber möglich ist auch von der Kokosnuss im Buchenwald erschlagen zu werden. Um mal wieder dieses klassische Beispiel zu zitieren. So, ja, was nimmst du da am blödesten? Entweder, das war ja unter dem Video, wo ich meinen Steripen nicht mehr ganz so toll finde, genau so einen, weil Bakterien killt der 100%, der killt übrigens auch die Viren, dann wärst du also mit dem nicht vorhandenen, aber rein theoretisch ansprechbedürftigen Restrisiko der Virusinfektion, wärst du dann auch safe. Das ist eine Option, gerade wenn du größtenteils Tageswanderungen machst, sogar eine sehr gute Option, morgens kurz aufladen, um sicher zu sein, dass das Ding noch genug Strom hat. Und ich meine, wie viele Liter Wasser wirst du da brauchen? 4, 5, 6 Frauen, Kinder dabei. Dann lass es 20 sein
Gut, dann ist der Akku irgendwann dann wahrscheinlich ein bisschen aufgebraucht, aber ihr habt ja am Anfang noch was zu trinken dabei, sagen wir 3 Liter pro Nase, habt ihr auch 12 Liter oder was, dann braucht ihr noch 8, wenn ihr jetzt vierköpfige Familie seid. Also so ungefähr kann man rechnen, also da ist ein Steripen auf jeden Fall eine Möglichkeit. Muss ja nicht das Modell sein, was ich habe, es gibt auch welche mit Batterien, wie auch jemand dankenswerterweise in die Kommentare geschrieben hat, hat man dieses Akkuproblem nicht so sehr. Guter Punkt, danke. Ansonsten kannst du immer Mikropur nehmen. Ist natürlich für so Kurztrips fast übertrieben. Braucht man da nicht. Gerade wenn du das letzte bisschen Restrisiko aus den Dingern aus dem Wasser rauskriegen willst, brauchst du es erst recht nicht. Jetzt könnte man drüber nachdenken, ob man das normale Silber-Ionen-Mikro pur nimmt, also das ohne Chlor. Das hat ja auch eine gewisse desinfizierende Wirkung, aber bei Bakterien reicht es wieder nicht. Bei Viren klappt das recht gut, bei Bakterien wäre ich mir nicht sicher. Und das ist also keine Option, weil es hätte auch keine wassergeschmacksverändernde Wirkung. Die kann man eigentlich bedenkenlos ins Wasser reinschmeißen. Muss aber eh immer 2 Stunden einwirken, ist also Quatsch. So, und dann bleiben wir beim Wasserfilter hängen. Und wenn du jetzt ein einfaches System haben willst, dann suchst du dir irgendeinen einfachen Wasserfilter, der eben nicht 0,0001 irgendwas angebliche Mikron große Öffnungen hat, sondern nimmst einen relativ großen, der bloß Bakterien rausfiltert. Der ist auch recht einfach zu reinigen, weil er ja relativ grob ist. Das heißt, er hat eine hohe Durchlaufrate, er verstopft nicht so schnell, er trocknet schneller, er lässt sich ganz gut ausschütteln, dass das Wasser da ganz gut draußen ist. Und das ist für deinen Zweck, glaube ich, der beste Kompromiss. Und dann kannst du das Wasser direkt sofort aus dem Bach eben durch diesen Filter durchtrinken. Meinetwegen den Sawyer Squeeze, nicht den Sawyer Mini oder wie der heißt, sondern den größeren, ja, also den etwas größeren. Oder irgendwelche artverwandten Produkte, ein Katadyn Be Free oder wie die heißen, wäre von Firma Katadyn die Alternative, sowas in der Richtung. Ja, die kriegen alle auch mal schlechte Reviews, ich selber bin da auch kein großer Fan von, aber funktionieren tut das Zeug alles. Insbesondere wenn du dann, sagen wir mal, nach 3-4 Jahren der Nutzung sagst und guter Pflege, ich kaufe mir sicherheitshalber einen neuen, weil will auf Nummer sicher gehen. Oder kaufst jemand wegen 2 Jahre einen neuen, die kosten kein Vermögen, die sind relativ günstig. Und dann bist du immer safe. Also gerade für, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber so Wasserparanoiker, die dazu neigen, auch mit ziemlicher Sicherheit Trinkwasser nochmal durch den Filter zu jagen. Da gibt es viele im Autobereich, ganz, ganz viele. Ich verwende, je länger ich draußen unterwegs bin, immer seltener Wasserfilter, weil es immer mehr Situationen gibt, in denen mir eben nichts passiert ist, obwohl ich ohne Filter gesoffen habe, mir sowieso noch nie was passiert und ich auch gefühlt immer besser werde im Wasserqualität einschätzen. Ja. Aber muss jeder machen, wie er letztendlich für sich selber verantworten kann, möchte, will. So, das meine Meinung dazu, war ja gefragt. So, dann ein toller Tipp, den ich noch mal kurz aufgreifen möchte. Am Friedhof Wasser holen, deswegen eben die Anekdote zum Friedhof. Man findet an jedem Friedhof einen Wasserhahn und jeder Wasserhahn, zumindest auf öffentlichen Flächen, spuckt letztendlich das gleiche Wasser aus wie jeder andere Wasserhahn. Auch in einem Dorf, und zwar Trinkwasser. Also am Friedhof bist du immer sicher, dass du normales Trinkwasser aus der Leitung zapfen kannst. Und je nachdem, wie man seine Touren macht, kommt man generell relativ häufig an Friedhöfen vorbei. Auch Wanderwege, die mal kurz runter ins Dorf führen. Was ist denn auf dem Weg runter ins Dorf? Oft der Friedhof. Ja? Westweg, Murgleiter, um zum Beispiel mal so 2 Sachen hier bei mir aus der Region zu nennen, die führen bestimmt jeweils an 3 Friedhöfen, in greifbarer Nähe sozusagen, an 3 Friedhöfen vorbei. Nicht, dass das nötig wäre, beides hat auch noch andere Brünnen, aber man findet schon Friedhöfe, auch relativ häufig. Und die sind eine sichere, ja, safe Wasserquelle, gibt's immer Wasser. Und die meisten Friedhöfe, ich habe selten welche gesehen, die irgendwann verschlossen sind. Also verschlossen so, dass sie wirklich zu sind, ja, dass man nicht mehr drauf soll nach Einbruch der Dunkelheit. Das sieht man relativ oft, das Schild, aber dass es noch geht, ist auch oft der Fall. Ne? Lassen wir das, aber bloß nicht irgendwie auf dem Friedhof rumrandalieren oder sonst was. Ist 6. Quellwasser immer automatisch Trinkwasser oder muss man auch bei Quellen, die direkt aus dem Berg rauskommen, vielleicht noch mit einem kleinen Rohr eingefasst sind, auch da vorsichtig sein? Ja, da müssen wir jetzt unterscheiden. Befinden wir uns in der eher flachen Landschaft,
in dem Fall immer safe. Ja, Quellwasser ist gleich Trinkwasser. Punkt. Außer jemand hat eine Riesenmenge Giftmüll oben drüber gekippt. Ja, aber das ist wieder auf einem Realismusrisiko, ja, auf einer Wahrscheinlichkeit, die kannst du vergessen. Und wenn es Giftmüll gewesen ist, hilft dir sowieso kein Wasserfilter in keinster Art und Weise weiter. Und wenn das Wasser grün leuchtet, sollte man es auch nicht trinken. Ja. Aber grundsätzlich in der eher flachen Landschaft, das meint alles bis zu maximalen Erhebungen von 300 Metern oder irgendwie sowas, lass es 400 Meter sein, da ist Quellwasser immer safe. Sind wir dann in sehr hohen Gebirgsregionen unterwegs, dann gibt es noch den theoretisch möglichen Sonderfall, der manchmal auch wirklich vorkommen kann. Da reden wir jetzt also von so einem Risiko von 2% oder irgendwie sowas, dass wir eine Quelle erwischen, die oberhalb im Gebirge irgendwo oberflächlich verläuft. Ja, da ist also der Fluss, der fließt da, dann kommt eine Stelle mit durchlässigem Gestein, da versickert er dann und tritt ein Stückchen weiter unten, wo die durchlässige Gesteinsschicht zu Ende ist, tritt er wieder aus und wird da als Quelle gefasst. Hier ist es jetzt möglich, dass wenn der Fluss, der hier oben verläuft, da durch die Kuhweide geht und die Kühe wieder fleißig in den Fluss scheißen und nebendran, dann ist es möglich, dass eben die Bakterien durch die Kuhscheiße mit bis in die Quelle wandern. Aber viele Bakterien sind das nicht, weil so ein durchlässiges Gestein hat auch immer eine gewisse Filterwirkung. Und damit bleibt statistisch gesehen sicherlich nur ein einprozentiges Risiko, dass du, wenn du weiter unten in den Alpen aus einer Quelle säust, bei meinetwegen 600 Metern oder was und oben drüber sind noch 2000, dann lass das Risiko meinetwegen 2% sein, dass man davon potenziell krank werden könnte. Es gibt oft auch so Viehtränkequellen, gerade eben in den Alpen, die genau dafür gedacht sind, dass das Vieh, wenn es hochgetrieben wird, wo es dann alles zuscheißt, auf dem Weg hoch noch ein bisschen was trinken kann, die man genau deswegen in den Fels getrieben hat. Und bei denen wäre ich auch wieder ein bisschen vorsichtig. Die haben auch teilweise so Namen wie Kuhquelle oder Rindsquelle, irgendwie sowas. Habe ich schon ein paar von entdeckt. Da würde ich das Risiko im Bereich von 5-10% irgendwo einschätzen. Ich würde trotzdem noch draus trinken. Aber das sind die Sonderfälle, in denen eine Quelle möglicherweise eben nicht safe ist. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die kein Mensch wissen kann, wie ein Munitionsdepot oben am Berg, das den kompletten Boden verseucht hat, ein Kernkraftwerk auf dem Berg, das mal ein Reaktorunglück hatte. Jetzt wird es blödsinnig, ne? Aber rein technisch gesehen sind auch irgendwelche solchen Wundersachen möglich. So, dann Nummer 7. Warum gibt es Rotwildbezirke? Was hat das für einen Sinn? So, ja, also das liebe Rotwild hat normalerweise einen ausgeprägten Wandertrieb, wohnt gerne, wenn es kann, soweit wir das zumindest wissen. Wir wissen nicht so viel über die 100% natürliche Verbreitung, die natürlichen Wanderwege von unserem Rotwild, weil seit wir uns das merken, was das Rotwild so tut, seit wir das beobachten, hat es schon keine 100% natürlichen Wanderwege und kein natürliches Verhalten mehr. Weil die beginnende Rotwildbeobachtung, Forschung will ich es noch nicht nennen, hat schon erst zu einer Zeit stattgefunden, als die generell vorhandene Fläche Deutschlands massiv durch den Menschen bereits geprägt gewesen ist. Was also das wilde Rotwild ohne uns tun würde, wissen wir so hundertprozentig gar nicht. Wir gehen aber davon aus, und das ist durchaus glaubwürdig, dass es erheblich mehr wandern würde, als es jetzt tut, weil man die Wanderung komplett unterbunden hat. Und zwar meistens von Berg im Sommer ins Tal im Winter. Also im Winter natürlich oben auf dem Berg wird es kalt. Unten im Tal ist etwas wärmer, da können sie deutlich besser überwintern, finden auch mehr Futter, mehr Grünzeug, unten am Fluss sowieso relativ viel Grünzeug und das halt auch im Winter. Wie viel Futter findet man im Winter oben im Schwarzwald? Nix, genau. Außer mal ein paar Fichtennadeln, die man abknabbern kann. Zur damaligen Zeit werden es auch noch ein paar Tannen und Buchennadeln, ein paar Tannen und Buchenknospen gewesen sein. Aber ja, darauf läuft es mehr oder weniger hinaus. Jo,
Lässt man jetzt das Rotwild weiterhin durch die Gegend wandern, uneingeschränkt, dann geht das nicht, weil es kann ja nicht wandern, weil dann müsste es über Dörfer, durch Städte, über die Autobahn, durch den Rhein, gut, das durch den Rhein hätte es früher auch gemusst, das wäre vielleicht sogar in der Lage, durch den Rhein zu schwimmen, wir wissen es nicht. Kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere junge Hirsch mal auf die Idee kommen könnte und das sogar schafft. Aber hat es, glaube ich, auch schon gegeben, ja, hat es schon gegeben, ist dokumentiert, ja. Auch Wölfe sind schon durch den Rhein geschwommen übrigens. Das Problem ist einfach, dass in unserer urbanen Landschaft das nicht funktioniert mit dem Rotwild. Das zieht, wie es will. Und das hat man schon relativ vor langer Zeit rausgefunden, dass das nicht funktionieren kann. Und hat dann irgendwann beschlossen, okay, dann muss das Wild halt bleiben, wo es ist. Jetzt hat aber das im Wild keiner gesagt, dass es da bleiben muss, wo es ist. Und deswegen versucht es trotzdem zu wandern. Und das hat man dann damit unterbunden, dass sobald ein Hirsch aus dem Gebiet, das ihm gehört sozusagen, rauskommt, dann wird er erschossen. Ganz einfach. Sobald Rotwild außerhalb vom Rotwildbezirk, Rotwildgebiet angetroffen wird, wird es abgeschossen. So, das soll verhindern, dass es sich woanders auch noch ansiedelt. Denn Rotwild kann, gerade wenn es im Winter stationär leben muss und nicht irgendwo anders hinziehen muss, wo es viel saftiges Grün gibt, nur dadurch leben, dass es Knospen und Rinde und sonst was vom Baum abbeißt. Weil das ist das Einzige, was im Winter, gerade wenn Schnee liegt, verfügbar ist. Und das richtet natürlich enorme wirtschaftliche Schäden im Forst an und das will keiner. Und deswegen sind Rotwildgebiete eher selten. Die werden hier und da mal geduldet, damit es überhaupt noch irgendwo Rotwild gibt. Aber für den Forst und für den Förster und den Waldbesitzer und je nachdem, wer der Waldbesitzer ist, ist das eher ein Dorn im Auge und man versucht die Bestände deshalb auch gerne mal gering zu halten. Während wiederum der Jäger klassischerweise, das ist so ein uralter Konflikt, seit es Rotwildhege gibt, der möchte gerne viel Rotwild im Rotwildgebiet haben, denn was kannst du als deutscher Jäger als größtes, majestätischstes und krassestes Tier schießen? Ein Rothirsch. So, und dementsprechend war es lange Zeit so, das ist inzwischen ein bisschen besser geworden, muss man sagen, dass halt eben in diesen Rotwildgebieten nur so, ja, keine Ahnung, der Obermotz der DDR-Führung beispielsweise jagen gehen durfte. Da gäbe es so ein paar Exemplare, die da gerne mal Rotwild gejagt haben. Und deswegen muss in diesem Gebiet, damit der Obermotz, gerade wenn er alt geworden ist, da auch sein Rotwild findet, muss da jede Menge Rotwild drin sein. Das richtet dann da zwar viel Schaden an, aber das ist ja nicht so schlimm, weil raus kann es ja nicht, weil sobald es rauskommt, freuen sich die Jäger, die im Umkreis hocken, weil dann dürfen sie es ja schießen. Und gleichzeitig möchte derjenige, dem der Wald gehört, in dem das Rotwild sitzt, dass möglichst viel Rotwild geschossen wird, und zwar nicht nur vom DDR-Obermotz beispielsweise, sondern von jedem und möglichst das auf eine möglichst geringe Stückzahl reduziert wird. Was dann wieder auch wiederum schwierig ist, weil ohnehin ist Rotwild quasi vom Aussterben bedroht durch die Tatsache, dass es nur in diesen Rotwildgebieten leben kann, und ein Wechsel von Wild zwischen den einzelnen Gebieten und damit eine genetische Durchmischung nicht stattfindet. Das heißt, wir haben massive Inzucht in jedem Rotwildgebiet. Und das ist aus rein wildbiologischer Sicht ein Riesenproblem. Es hat aber noch keiner eine andere Lösung als diese Rotwildgebiete gefunden. Wenn man sagt, okay, Rotwildgebiete gibt es nicht mehr, Rotwild darf ab sofort überall rumrennen, dann schreien all die Waldbesitzer, bei denen mal ein entsprechender Hirsch im Wald den halben Wald kahl gefressen hat im Winter, weil er sich nicht rausgetraut hat, weil draußen so viele Leute unterwegs sind. Und gerade wenn dann jetzt noch irgendwelche Menschen des Nachts im Walde rumspringen, wie wir, und da sind jetzt noch jede Menge Rothirsche dabei, die dann ständig flüchten müssen und dabei jede Menge Energie verbrauchen, gerade im Winter, dann brauchen die wieder mehr Nahrung. Das heißt, dann schälen sie wieder Bäume und dann entstehen wieder wirtschaftliche Schäden und dann ist derjenige, der den Rothirsch im Wald hat, wieder nicht glücklich und dann ist das ein Problem. Und deswegen ist es eine Scheißlösung mit den Rotwildgebieten wegen der genetischen Inzucht und dem, ja, die sind vom Aussterben bedroht, einfach dadurch, dass wenn man das noch ein paar hundert Jahre macht, sind die genetisch derartig eng miteinander verwandt in den jeweiligen Gebieten, dass Erbkrankheiten sie alle umbringen werden.
Ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Das kann niemals langfristig funktionieren. Und man muss irgendwie, wenn man dann das Rotwild als Wildtier, halbwegs Wildtier in Ghettos, erhalten möchte, irgendeine Möglichkeit bereitstellen, dass es einen Transfer zwischen den einzelnen Rotwildgebieten geben kann. Ja, wie das jetzt genau aussehen soll, weiß ich nicht. Übrigens, wenn die frei überall rumlaufen, dann laufen sie natürlich auch wieder auf den Straßen rum und dann gibt es wieder mehr Wildunfälle. Auch wieder was, was in unserer Zivilisation ein Problem darstellt, wovon der Hirsch nichts weiß, weil der versteht da nichts von. Der hat andere Sorgen. Zum Beispiel Brunft. Kann man gut verstehen, nicht wahr? So, dann noch eine Frage, die ist allerdings ein bisschen schwieriger. Nummer 8. Freut sich der Wald nicht über extra CO2? Wenn man das also jetzt zu sehr einsparen, geht dann das Grünzeug kaputt. Also, zu letzterem gibt es eine ganz einfache Überlegung, nämlich, was war, bevor wir die CO2-Menge in der Atmosphäre erhöht haben durch Verbrennen von fossilen Brennstoffen? Gab es da kaputtes Grünzeug? Nö. Aber man könnte theoretisch überlegen, ob eventuell das Grünzeug jetzt schon so sehr an die erhöhte CO2-Menge angepasst ist, dass es ohne die erhöhte CO2-Menge schon gar nicht mehr klarkommt. Auch nicht, aber das wäre eine Überlegung wert. Das kann man aber ganz einfach überprüfen, indem man das Zeug in ein Gewächshaus mit kontrollierter Gasdruck reinstellt und vorgeben kann, welche Luft den Pflanzen in diesem Gewächshaus zur Verfügung gestellt wird und schraubt da einfach den CO2-Gehalt auf vorindustrielle Zeitrechnung runter und was merkt man? Es sind irgendwelche im Bereich von 2-3% Wachstumsunterschiede. Also das hält sich also sehr, sehr, sehr in Grenzen. Gleichzeitig, was man auch nochmal versucht hat im Gewächshaus, das kann man im Gewächshaus alles wunderbar überprüfen, sozusagen das Labor des Biologen, des Botanikers, in diesem Fall exakt, da kann man auch die CO2-Konzentration eben noch weiter anschrauben und dann eben gucken, was das für die Pflanzen bedeutet und siehe da, beim weiteren Anschrauben der CO2-Konzentration, da hast du also nicht ganz Unrecht, wachsen sie nochmal etwas besser. Auch da wieder ein paar Prozentpunkte, aber ein paar Prozentpunkte sind über dein Baumleben sehr wohl sehr entscheidend. Das ist dann schon eine Hausnummer, die eine Rolle spielt. So, das Problem ist jetzt nur, momentan haben wir in unserem Gewächshaus optimale Wachstumsbedingungen. Wir haben optimale Blumenerde quasi, das Beste, was man einer Pflanze geben kann zum Wachsen. Wir haben super, super schöne Temperaturen. Wir haben vielleicht sogar noch eine UV-Lampe installiert, dass die Tag und Nacht quasi wachsen können, weil sie jederzeit UV-Strahlung abbekommen. Das brauchen sie ja für die Photosynthese. Und jetzt drehen wir eben nur an der CO2-Konzentration. Bewässert werden sie natürlich auch noch perfekt. Und nur, wenn wir jetzt nur an der CO2-Konzentration rumdrehen, dann sehen wir, dass die CO2-Konzentration im Gesamtluftgemisch einen direkten Einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit unserer Pflanzen hat. Tatsache. So, macht auch Sinn. Alles andere wäre komisch gewesen. Dann würde die Photosynthese nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt ist der Wald ja nicht unser Labor. Und während wir im Labor die anderen Faktoren, die wesentlichen Faktoren für Pflanzenwachstum sind Wasser, Licht, CO2 und Nährelemente, Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen, Stickstoff, den ganzen Kram. Ja? Diese vier Elemente sind jeweils gleichbedeutend. Wenn eine Pflanze super schnell wachsen will, dann braucht sie im ungefähr gleichen Verhältnis zueinander Nährstoffe, Wasser, Licht und CO2. Licht ist grundsätzlich bei uns hier jetzt in Deutschland ein Faktor, der eine Rolle spielt. Im Winter sind die Zuwächse bei den Nadelbäumen deswegen super gering, weil die zu wenig Licht kriegen. Nicht so sehr deswegen, weil es immer zu kalt ist. Wenn es mal wirklich unter Null ist, dann wachsen die gar nicht. Ja. Aber bei so Wintertagen mit 10 Grad oder was, da ist der Unterschied zu einem Herbsttag oder einem Frühlingstag mit 10 Grad im Grunde nur der, dass es länger dunkel ist, beziehungsweise weniger lang hell. Und da ist Licht definitiv der limitierende Faktor. In der Zeit, in der Licht vorhanden ist, findet auch bei den Nadelbäumen, auch im Winter, ein gewisses Wachstum statt. Es ist dadurch nochmal gehemmt, dass sie im Winter weniger Photosyntheseleistung haben, weil die Nadeln voll sind mit Glycerin als Frostschutz. Falls dann doch mal noch der harte Wintereinbruch kommt, dann würden sie nämlich platzen, wenn sie nicht Glycerin drin hätten. Das reduziert übrigens auch noch die Wachstumsgeschwindigkeit. Aber ist lebenswichtig, also durchaus ein Deal, der Sinn macht. Jedenfalls im Labor
alle Faktoren immer optimal verfügbar, auch Licht unbegrenzt verfügbar, dann schraubst du einen Faktor hoch, dann steigen die anderen sozusagen mit. Schraubst du einen Faktor runter, dann sinken die anderen mit. Weil wenn es an einer Sache fehlt, stirbst du trotzdem, sozusagen. Also das kann man vergleichen mit dem Typ, der in der Wüste hockt und vor sich ein riesen Tablett mit Cheeseburgern, die sich durch magische Weise immer wieder auffüllen, sobald er einen gegessen hat. Aber zu trinken hat er nichts. Sterben wird er trotzdem. Ja? Essen, so viel er möchte. Meinetwegen hat er nebendran noch einen gemütlichen Couchsessel mit einer Playstation und eine gemütliche Hütte nebendran. Und die schönsten Lebensbedingungen, die man sich nur wünschen kann, kann sich jeder individuell aussuchen, was das sein soll. Aber wenn dir eine lebenswichtige Sache fehlt, in diesem Fall Wasser oder was zu trinken generell, dann stirbst du trotzdem. Ha? Und so ähnlich ist das auch mit den Pflanzen. Wenn die in drei ihrer vier wesentlichen lebensnotwendigen Faktoren im Überfluss schwelgen, aber ihnen fehlt die vierte, dann sterben sie auch. Und wenn sie nur sehr wenig von der vierten zur Verfügung haben, dann können sie, auch wenn alles andere drei im Überfluss vorhanden ist, davon nur so viel nützen, wie sie die vierte verbrauchen können. Man kann nicht mit Licht oder mit Calcium oder mit CO2 fehlendes Wasser kompensieren. Das ist der springende Punkt. Und das ist halt anders als im Labor draußen im Freiland. Mag es sein, dass die CO2-Konzentration zugenommen hat, aber die Wasserkonzentration hat es nicht. Gerade bei uns hier in Deutschland ist immer die Wasserverfügbarkeit der limitierende Faktor für ein Wachstum von einem Wald. Wenn wir angucken, wie sehr sich einzelne Waldbereiche unterscheiden hinsichtlich ihres Wachstums und woran das liegt, das ist die Bonitierung, nennt man das in der Forstwissenschaft. Also Bonus, ne? Gut, Bonitierung, wie gut ist jetzt irgendwas, dann guckt man immer auf die Wasserverfügbarkeit und damit einhergehend mit der Wasserverfügbarkeit variiert die Oberhöhe der Bäume. Das hat man schon im 18. Jahr, 19. Jahrhundert ausführlich untersucht, dass eben Baumhöhe zusammenhängt mit Wasser, was da ist. Nicht mit Licht, das ist überall ungefähr gleich, hängt so ein bisschen von der Hangexposition ab. Wenn du auf einem Hang stehst, wo du wenig Licht abbekommst, dann hast du auch wieder Wachstumseinbußen. Aber wer halt nicht am Hang steht, hat überall das gleiche Licht. Luft, überall dasselbe. Bodenmeridionen, das kann auch nochmal stark variieren, aber angenommen, wir gucken uns was an, was exakt den gleichen Boden hat und sind unten im Tal, wo der Fluss fließt und oben am Hang, wo halt fast kein Wasser ist. Wir sehen massive Unterschiede im Wachstum. Vor allen Dingen eben wegen dem Fehlen von einem Faktor. CO2 ist Pflanzendünger. Mehr CO2 bedeutet höheres Pflanzenwachstum, aber eben nur bei Verfügbarkeit der anderen drei Faktoren. Ja? Telefon, ich muss mal kurz Schnitt machen. So, jetzt hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, dass der Zuwachs in den deutschen Wäldern tatsächlich im Laufe der Entwicklung zugenommen hat. Wir haben aus Anfang des 20. Jahrhunderts, so von 1920, 1930 rum, sowas um den Dreh, haben wir jede Menge sogenannte forstliche Ertragtafeln, die damals war das noch möglich, da war Personal noch billig genug, genau angeben, wenn ein Wald der Ertragsklasse, also maximale Baumhöhe so und so, des Alters so und so, mit so und so viel Bäumen bestockt ist, dann sollten da stehen so und so viel Kubikmeter Holz. Und diese Tafeln haben wunderbar gestimmt damals. Ja, das hat man an so vielen Bäumen ausgemessen, dass das ganz klar war. Und dann gab es Generationen von Förstern seitdem, die halt in den Ertragstafeln geguckt haben, wenn ich das und das und das und jenes mache und meine Bäume so hinstelle, dann kriege ich den und den Zuwachs aus Ertragswaffel. Und das hat immer ungefähr gestimmt, wenn man es dann mal gemessen hat. So, und jetzt hat man angefangen, so seit circa 1990, Mitte der 90er und spätestens ab 2000 festzustellen, dass diese Ertragstafeln nicht mehr stimmen. Die haben 50 Jahre gestimmt, aber alles gut. Und jetzt fangen sie an, überhaupt nicht mehr zu stimmen. Die Zuwächse im Wald sind 20-30% höher als das, was die Ertragstafel sagt. Das Verhältnis stimmt noch, aber es ist einfach alles generell viel weiter oben.
Und das führt man darauf zurück, nicht, dass es ein paar Promille mehr CO2 gibt, sondern dass die Vegetationszeit sich massiv verlängert hat. Und das ist auch ein ganz anderer Einflussfaktor. Wenn die Tage, an denen man so richtig wachsen kann, von, sagen wir jetzt mal 180 auf 210 gestiegen sind, dann ist das eine Erhöhung um ein Sechstel. Um ein Sechstel der Zeit, in der man wachsen kann. Das ist massiv. Und deswegen ist dann ein Zuwachs, der zufälligerweise auch ungefähr so um den Bereich eines Sechstels zugenommen hat, so 20%, so ein bisschen weniger vielleicht, ja, nur ein Sechstel statt ein Fünftel, irgendwie sowas um den Dreh, dann ist das irgendwie sehr gut möglicherweise miteinander zu erklären. Und es korreliert quasi überall auf der Welt, nicht überall, aber in unseren Breitengraden, bei ähnlichen Ökosystemen wie dem unseren, korreliert das wunderbar. Überall kann man feststellen, dass die Zuwächse so in den letzten 20 Jahren, spätestens vor 30 Jahren, irgendwie so um den Dreh, eben um diese Verlängerung der Vegetationszeit in Holzmasse zugenommen haben. Das kann jetzt natürlich auch ein Zufall sein, aber man hat bisher noch keine bessere Erklärung gefunden, als dass das einfach die Verlängerung der Vegetationszeit ist. Und das ist ja auch logisch und macht Sinn. Wird mir hoffentlich jeder recht geben. Gleichzeitig in den Ökosystemen, in denen auch der Niederschlag zugenommen hat und vernünftige Böden da sind, da können wir betrachten, dass dort wirklich auch massiv eine Zunahme des Wachstums durch die CO2-Düngung stattfindet. Das ist auch schon so, ja. Weltweit gesehen ist es aber der viel weniger einflussreichere Faktor, weil es muss ja auch noch eine gute Bodennährstoffverfügbarkeit sein. Wälder, die von mehr Wasser, die tendenziell auch mal mehr Wasser abkriegen, sind nämlich unter anderem Bereiche der Tropen. Manche Bereiche der Tropen, nicht alle, aber manche. Und wenn die mehr Wasser abkriegen, sollten die doch jetzt eigentlich bei gleichzeitig mehr CO2 besser wachsen können. Das Dumme ist nur, dass in den Tropen nicht Wasser der limitierende Faktor ist. An Wasser fehlt es da nämlich nie. Hat es früher nicht gefehlt, fehlt es auch jetzt nicht. Sondern es fehlen die Nährstoffe im Boden. Die werden nämlich nur so schnell wieder in den Boden zurückgeführt, wie die Masse an toter Pflanze, die auf dem Boden drauf liegt, in den Boden wieder rein verwittert. Und solange das nicht schneller geht, das geht auch ein bisschen schneller jetzt. Wenn es wärmer wird, dann geht das auch flotter. Aber solange das nicht massiv viel schneller wird, hilft die zusätzliche CO2-Düngung aus der Luft da auch nicht viel. Und deswegen bleibt der Einfluss von mehr CO2 auf das Pflanzenwachstum eine ziemlich theoretische Größe. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden. Man versucht das auch teilweise ein bisschen in den jeweiligen Prognosemodellen fürs Klima der Zukunft mit aufzunehmen, dass man schon davon ausgeht, dass manche Wälder massiv besser wachsen werden, damit natürlich auch die CO2-Aufnahme, also die CO2-Senke, die der Wald darstellt, massiv zunehmen wird. Aber selbst wenn man das alles schön mit einkalkuliert nach den Daten, die wir bisher haben, läuft es darauf hinaus, dass netto immer mehr CO2 freigegeben wird. Boah. Wir kommen zu Nummer 9. Das ist einer meiner Lieblinge. Plastikjacken sind scheiße und halten nicht lange. Das war mal wieder was unter Loden. Ich habe zwei, Nummer 10 richtet sich auch an mein Loden-Video. Ich gebe ja zu, dass da so ein paar Sachen noch nicht ganz koscher gewesen sind, so wie ich das erklärt habe. Aber ein großer Loden-Fan war halt der Meinung, Plastikjacken, Müll, die halten nicht lange, die sind voll unnachhaltig. So. Plastikjacke hält also nicht lange. Ich habe, beziehungsweise tun wir mal so, als meinen wir Plastikklamotten generell. Ich habe einen 18 Jahre alten Fleece-Pulli, hatte ihn heute Morgen noch an, das hier ist er jetzt nicht. Ich habe einen 17 Jahre alten Fleece-Pulli, ich ziehe ihn auch regelmäßig noch an. Ich habe eine 12 Jahre alte Fleece-Jacke. Einige meiner Lieblingsjacken, die noch wirklich wunderbar warm halten und tipptopp sind, sind so was fast 10 Jahre alt aus Plastik. Ja? Also das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Und ich bin da nicht allein. Also ich weiß nicht, was du mit deinen Plastikjacken anstellst. Lieber Kommentare schreibe, der die dauernd kaputt kriegt. Oder sonstigen Plastikklamotten. Ich weiß es nicht. Aber das Material an sich, sein großes Problem, es ist nicht biologisch abbaubar und verrottet gar nicht,
ist doch hinsichtlich der Anwendung als Kleidungsstück ein Vorteil. Was soll, wenn man sie nicht anzündet, ja, oder große Löcher reinkriegt durch Funken, hat meine alten Plastikklamotten übrigens alle, aber ist egal, zieh trotzdem weiter an. Ne? Wegen einem winzigen Loch ist die Jacke nicht wirklich viel weniger warm. Das macht kaum einen Unterschied. Aber, wenn man die nicht aktiv kaputt macht oder sonst was mit anstellt, von was sollen die denn kaputt gehen? Das Material ist auch nicht gerade fragil. Wir sprechen hier immer noch von hochwertigen Sachen. Ich habe jetzt keine Billig-Kick-Plastikjacke, die ich irgendwie 30 Jahre im Einsatz habe. Weiß auch nicht, ob sie 30 Jahre halten würde. So lange gibt es diese Klamotten ja noch gar nicht. Da muss ich wirklich massiv widersprechen. Biologisch abgebaut werden kann es nicht. Von der Motte gefressen werden kann es nicht. Wenn es in den Wald liegt, selbst dann verrottet es nicht. Im Gegensatz zu Baumwolle oder sonst was. Legt das ein paar Tage in den Wald, danach sieht es schon nicht mehr gut aus. Oder meinetwegen Wolle. Legt es ein paar Tage in den Wald, sieht auch noch danach nicht mehr so wirklich gut aus. Sowas verrottet, ist biologisch abbaubar, das ist natürlich ein Vorteil auch, aber verrottet dann eben auch entsprechend schnell und ist nicht so dauerhaft. UV-Beständigkeit ist auch so ein Thema. Das macht jetzt Wolle beispielsweise wenig aus, Baumwolle auch kaum was, zugegeben. Da kann bei Plastik die Farbe rausgehen, das kann manche Plastiksachen, wenn sie verklebt sind oder sonst wie, kann der Kleber kaputt gehen, Beschichtungen können hingehen und so weiter, das ist alles ein Thema, aber es stört mich, wenn man so tut, als wäre eine Plastikjacke automatisch nicht nachhaltig, gerade wenn die zum Beispiel aus recyceltem Plastik ist und dann auch 12 Jahre getragen wird, dann ist das eine sehr, sehr nachhaltige Sache. Das ist so. Ja? Da kann mir keiner was anderes erzählen. Außer, und das ist ein Argument, das ihn gelten lassen muss, und deswegen Plastikjacke bevorzugt, weil jedes Mal, wenn du so Vlies, sonstige Kunstfaser wäscht, werden da winzig kleine Fusselpartikelchen abgelöst. Das gilt auch für jede Naturfaser, da passiert das auch. Das Problem ist nur, bei der Naturfaser sind die biologisch abbaubar. Bei Plastik sind diese winzigen Fusselchen gleich automatisch Mikroplastik. Und Mikroplastik, wie wir alle wissen, ist böse. Das heißt, wenn Plastikklamotte, die halbwegs nachhaltig sein soll, dann sollte man die A sowieso aus recyceltem Plastik kaufen, B, wenn man sie doch mal irgendwann entsorgt, weil sie zum Beispiel nicht mehr passt, weil man zu dick geworden ist oder sonst wie und nicht anzunehmen ist, dass man irgendwann noch mal genug abnimmt. Bei den Jacken ist mir das noch nicht passiert. Bei Hosen lassen wir das. Jedenfalls, dann kann man eigentlich nur dann von einer nachhaltigen Art und Weise mit seinen Plastikklamotten umzugehen sprechen, wenn man sie so selten wie möglich wäscht. Deswegen ist eine Jacke durchaus interessant, weil wie oft muss man eine Jacke waschen? Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich wasche meine Jacken, selbst wenn ich sie im Winter fast jeden Tag anhabe, am Ende vom Winter. Dann sind sie wieder fit für den nächsten Winter. Also einmal pro Jahr ungefähr. Ja? Außer ich habe wirklich irgendwas wahnsinnig dreckig gemacht und so weiter. Da drin kann, die können ja nicht schimmeln, da drin können sich quasi keine Bakterien vermehren, die leben auch nicht gerne im Plastik. Die stinken sehr, sehr langsam. Wenn man sich Mühe gibt, dann irgendwann schon, aber man hat ja noch immer irgendwelche anderen Sachen drunter, die ja den Schweiß direkt auffangen. Und deswegen bin ich der Meinung, man muss eine warme Plastikjacke für den Winter höchstens einmal im Jahr waschen. Man kann sie auch mal nur alle 2 Jahre waschen, das geht auch. Habe ich auch schon gemacht, hat auch funktioniert. Bin ja auch nicht dran gestorben. Vor allen Dingen, wenn es eine reine Wald- oder Outdoorjacke ist und man nur mit Leuten unterwegs ist, die damit leben können. Wobei, Evelyn riecht da auch nichts, ne? Aber dann kann man sie auch nur alle 3 Jahre waschen, ist völlig wurscht. Die sind erheblich strapazierfähiger als das von manchen Ökofanatikern. Das tut mir leid, dass ich jetzt diesen Begriff verwenden muss, aber es ist einfach Quatsch, so zu tun, als wären diese modernen Hightech-Klamotten per se automatisch scheiße und nur was Altes ist gut. Das ist ja Blödsinn. Aber, wie gesagt, das Problem mit dem Mikroplastik, das heißt Plastik-T-Shirt, Funktions-Shirt oder sonst was, habe ich auch, trage ich ehrlich gesagt auch gerne. Aber damit bin ich schon ehrlich gesagt nicht besonders nachhaltig, selbst wenn ich die ewig lange trage und ewig lang nicht wegschmeiße, was ich tue, dann habe ich immer noch das Problem, dass man die sehr wohl waschen muss. Und damit wären wir dann wieder beim Thema Mikroplastik. Und ja, ne, also das ist auch nicht toll. Das ist wirklich auch nicht toll. Und wenn man sie entsorgt, okay, schmeißt man sie einfach in die gelbe Tonne.
gelber Sack, je nach Region. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Da muss man sagen, ist man dann mit einem Baumwoll-T-Shirt, das man zum Verrotten in den Wald schmeißt, bitte nicht machen, aber theoretisch könnte man nochmal einen Ticken nachhaltiger, was die Entsorgung angeht. So, das zum Thema Plastikjacken, also viel besser als ihr Ruf. Ich hatte dazu auch schon mal ein Video gemacht. Ich wollte mich nur dazu nochmal jetzt äußern, dass die nicht lange halten. Das ist einfach gelogen. Also was heißt gelogen? Das ist, wenn dann nur eine Einzelfeststellung von irgendjemandem, der damit irgendwelche dummen Sachen angestellt hat. Und ich bin nicht allein, dass die Dinger lange halten. Auch Evelyn hat eine Fleecejacke, die ist irgendwie 12 Jahre alt oder sonst wie. Die sieht auch noch gut aus, die zieht sie immer noch gut an und die stinkt im Übrigen auch nicht. Also das stimmt einfach nicht. So, und Nummer 10, und dann haben wir es nämlich auch bald, und zwar zur Nachhaltigkeit von Loden. Da gab es ja noch einige Anmerkungen. Und diesbezüglich muss ich zugeben, dass ein generelles Loden ist nicht besonders nachhaltig, von mir vielleicht ein bisschen voreilig gewesen ist, beziehungsweise ein bisschen zu verallgemeinernd. Ich möchte schon darauf bestehen, dass die Herstellung von Loden erstmal massiv Ressourcen kostet, mit dem ganzen Zeug, was das Schaf frisst, dann pupst das Schaf auch noch Methan. Methan ist ja 24 mal so schlimm wie CO2, wenn es um Klimagase geht. Und das Schaf braucht den ganzen Unterhalt, man muss es im Winter gegebenenfalls noch füttern. Es braucht Platz, es braucht Fläche. Hinterher die Bearbeitung der Wolle ist auch nicht gänzlich energielos, dann muss die noch gewaschen und sonst was werden. Energieaufwand zur Herstellung eines Wollpullovers, beziehungsweise von mir aus vom Lodenmantel, ist einfach nochmal erheblich höher, als das zum Beispiel bei Kunststoff der Fall ist. Auch nochmal höher, als das bei Baumwolle der Fall ist. Und von der Ökobilanz her tatsächlich am besten wäre Biobaumwolle, die allerdings nur in begrenzten Mengen, weil der Planet davon nur so und so viel produzieren kann, weil es nur so und so viel Anbaugebiet für Biobaumwolle gibt, weil das muss ein Klima sein, das per se passt und mit ausreichend Niederschlägen ausgestattet sein, dass es per se einfach ohne Bewässerung möglich ist, da Baumwolle anzupflanzen und ohne große Pestizide. Biobaumwolle ist also noch besser als Wolle. Aber Loden. Kann der jetzt super nachhaltig sein? Ja, schon. Aber man muss ihn erst nachhaltig machen. Man muss beim Kauf aufpassen und man darf ihn nie wieder wegschmeißen. Und besonders nachhaltig wird es, wenn man ihn nie wäscht. Also, im Detail, ein Lodenmantel hat zwar extreme Umweltkosten sozusagen für die Herstellung, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Teile so ziemlich ewig halten. Es gab Leute, die Kommentare geschrieben haben, die haben so ein Ding jetzt seit 30 Jahren im Einsatz. Oder seit irgendjemand hatte, glaube ich, sogar 40 Jahre geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, wow. Und das ist dann natürlich über jeden Zweifel erhaben. Weil auch wenn ich gerade gesagt habe, Plastikjacken halten lange, ich denke mal nach 20 bis 30 Jahren ist dann irgendwann trotzdem mal Schluss, weil wenn sie einen Funken abbekommt, hat sie halt wieder ein Loch und dann sieht man irgendwann aus wie ein Schweizer Käse, ja, wenn man häufiger am Feuer sitzt zumindest. Und das mag schon sein, dass dann irgendwann mal Schluss ist. Ich denke jetzt aber auch, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, dass man einen Lodenmantel zwingend immer 40 Jahre hat, der dann auch so genutzt wird. Ich meine, meiner, ich habe es nochmal nachgeguckt, ist jetzt 32 Jahre alt oder sogar noch einen Ticken älter. Das ist schon beeindruckend, aber davon hing er auch sehr viel im Schrank, muss man auch dazu sagen. Wenn man den in dem Einsatz, wie ich ihn jetzt habe, mit draufsitzen, mit Rucksack drauftragen, der ja scheuert, der dann ja immer ein bisschen Material abreibt und wenn das nur auf mikroskopischer Ebene ist, irgendwann sieht man das dann auch. Wenn man ihn so verwendet, dann glaube ich nicht, dass der bei meiner Trageweise noch weitere 20 Jahre leben wird. Aber wenn er meinetwegen noch 15 weitere Jahre lebt, ja gut, dann ist er auch über 40 Jahre alt gewesen. Und ein Kleidungsstück, das man 40 Jahre lang tragen kann, das ist selbstverständlich dann irgendwann 17 Mal das blöde Wort, das ich immer nicht weiß, wie es heißt. und dann ist es schon klar nachhaltig. Und auch wer sich einen neuen Loden kauft, hat natürlich Möglichkeiten, den gleich als
Nebenprodukt sozusagen zu erwerben. Weil diese ganzen Ökosystemkosten muss man ja quasi nur dann berechnen, wenn Schafe extra gehalten werden, um Wolle zu produzieren, die wir dann kauflich erwerben. Wenn Schafe irgendwo aus anderen Gründen gehalten werden, zum Beispiel zur Landschaftspflege und mehr oder weniger nur deswegen, und dass die auch noch Wolle produzieren, ist so ein kleiner Nebenerwerb vom Schäfer und er lebt im Wesentlichen von den Zuschüssen, die er fürs Rasenmähen bekommt mit den Schafen. Dann ist natürlich die Wolle, die die abgeben, quasi kostenlos sozusagen. Ja? Weil der Nutzen der Schafbeweidung für das Ökosystem dem Erhalt dieses Ökosystems zugutekommt und die Kosten der Schafsbeweidung, sprich zum Beispiel Methan, was die pupsen, eben dafür bezahlt werden, dass dieses Ökosystem erhalten bleibt. Kann man so rechnen, wenn man das dann will. Ja? Und damit ist der Loden, der dabei rauskommt, beziehungsweise die Wolle, quasi gratis. Wenn man das dann von solchen Schafen nimmt. Wenn man das Ding allerdings irgendwo im Handel kauft, dann sind die Chancen, dass man das von irgendwelchen Schafen kriegt, die irgendwo extra zum Zweck der Wollgewinnung gehalten werden, relativ hoch. Ja? Aber möglich ist es, nachhaltigen Loden zu kaufen, der ein Nebenprodukt ist. Das stimmt schon so. Das war eine korrekte Anmerkung. Und Faktor Waschen führt auch nochmal dazu, dass je länger der Zeithorizont ist, desto nachhaltiger irgendwann ein Lodenmantel oder sonstige Lodenklamotte wird, weil man die so gut wie nie waschen muss. Also zumindest den klassischen Lodenmantel, wie ich ihn habe, den wäscht man nicht. Den kann man höchstens mal alle 20 Jahre in die Reinigung bringen. Aber waschen tut man den nicht. Der nimmt ja auch keinen Geruch an. Diese relativ rohe Schafwolle riecht nach Schaf. Gerade wenn sie nass wird, dann riecht sie nochmal intensiver nach Schaf, möglicherweise. Aber nach was anderem eigentlich nicht. Nicht nach demjenigen, der drin steckt. Und wenn Dreck drin ist, warten, bis er getrocknet ist und ausbürsten. Dann ist der Dreck wieder weg. Flecken nimmt das Ding auch nicht wirklich an. Warum muss man den also waschen? Gar nicht. Also, das, was wiederum gut ist, A, weil es die Lebensdauer von dem Ding erhöht und B, weil es den Ressourcenverbrauch in der Folge, nachdem man das Ding hergestellt und gekauft hat, auf nahezu null reduziert, weil man ihn nicht mal waschen muss. Ja? Kein Waschmittel, also keine entsprechenden Sachen im Wasser, überhaupt kein Wasserverbrauch. Langfristig gesehen ist das nochmal ein Vorteil und anders als bei Plastikklamotten, die man zwar nicht oft, wenn es eine Jacke ist, waschen muss, die dann Mikroplastik abgeben, passiert beim eventuellen Waschen von Wolle oder Loden oder was auch immer, Wollprodukt eurer Wahl, gar nichts. Also bestenfalls landet ein Wollfaden in der Kanalisation, ist schon verrottet bzw. hat sich aufgelöst, bevor er im Klärwerk ankommt. Und spätestens da wird er dann zersetzt. Ja. Jetzt muss man sich halt kloppen. Wenn jemand auf die Idee kommt, der schon 16 Jacken hat oder was, sich jetzt noch zusätzlich, weil er es cool findet, einen Lodenmantel zu kaufen, der hin und wieder mal anzieht, dann ist das nicht nachhaltig. Wenn aber jemand jetzt beschließt, ich kaufe mir einen Lodenmantel und renne die nächsten 40 Jahre damit rum und mach das, ja, nicht nur beschließen und nicht machen, sondern mach das wirklich, ja, dann ist natürlich Nachhaltigkeit kein Thema. Aber das muss man halt dann auch wirklich machen. Und deswegen würde ich sagen, im Durchschnitt, wenn wir uns angucken, dass sich auch Schickimicki-Tanten teilweise mal Wollklamotten kaufen, weil es gerade im Trend ist, ist insgesamt der Konsum von Wolle, von uns speziellen Leuten mal abgesehen, überhaupt keine nachhaltige Angelegenheit. Ganz im Gegenteil. Ja? Und deswegen diese Statistiken, die es da gibt, die einem sagen, welche Textilien am bösesten sind, wo Wolle tatsächlich ganz vorne dabei ist. Das liegt eben genau daran, dass auch Schickimicki-Tante sich mal hin und wieder einen Wollschal kauft in Kaschmirgrün. Keine Ahnung, ob es das gibt. Und dann rennt sie einmal auf dem Ball der Schickimicki-Tanten rum in kaschmirgrünen Wollschal. Und danach zieht sie ihn nie wieder an, legt ihn in ihren begehbaren Kleiderschrank ab, den sie jeweils von Sommer auf Winterfüllung umbaut, damit auch ja genug alle Klamotten reinpassen. Und dann liegt er da. Und dann hat das Schaf dafür gepupst, dass die jetzt ihren kaschmirgrünen, was auch immer, Schal da hat. Und das ist ein Problem. Ja,
weniger wahrscheinlich wir Männer, die wir noch stolz drauf sind, wenn unser Lodenmantel irgendwann 60 Jahre alt ist und aussieht wie Sau, aber immer noch hält. Und damit möchte ich schließen und wünsche einen guten Rutsch. Und ich glaube, die Katze hat gerade gekratzt an der Tür. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Macht's gut. Tschüss.